Hallo Leute, herzlich willkommen zum großen Vergleich zwischen Herr der Ringe und Arkham Horror, das Kartenspiel. Ja, viele von euch werden sich fragen, kann man die zwei Spiele miteinander vergleichen? Ich denke, definitiv, klar, und zwar das Voranrücken an der Quest zum Beispiel ist dieselbe Mechanik, die Kampfmechanik ist ein bisschen ähnlich, aber dennoch unterscheiden sich die Spiele schon grundlegend voneinander. Und ja, jetzt werden wir der ganzen Sache mal auf den Grund gehen und ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Und zwar ist Arkham Horror bei mir jetzt die All-Time Top 2 geworden und Herr der Ringe immer noch die Top 1 in den Koop-Kartenspielen. Und warum das so ist, da habe ich mir ein kleines System ausgedacht, beziehungsweise habe ich mir Notizen machen müssen, da es hier einiges zu sagen gibt. Aber ja, warum ist Arkham Horror Nummer 2? Ich habe mir da eben diese Notizen gemacht, nur ich halte ihn grob in die Kamera. Und da auf diesem Zettel habe ich ein Plus gemacht, was mir besonders gut gefällt, ein Minus, was mir nicht gefällt und ein Minus mit einem Ringel dazu. Das heißt, dass es mir nicht gefällt, sondern dass es mir grundsätzlich sehr gut gefällt, aber das den Unterschied ausmacht zwischen diesen beiden Spielen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit diesem Thema gleich mal an. Und zwar der erste Punkt, das Thema. Ja, Thema braucht man bei beiden Spielen eigentlich nicht kritisieren. Hier habe ich bei beiden Seiten ein Plus gemacht. Also ein Plus ist ja Daumen hoch, ja, so. Und ja, Herr der Ringe kommt beim Thema voll durch, finde ich. Das Artwork passt dazu. Die Geschichten der Quest finde ich auch super. Und da gibt es bei Herr der Ringe wirklich keinen Kritikpunkt. Arkham Horror, finde ich, setzt dem Ganzen noch eins drauf. Ich habe natürlich bei beiden ein Plus gemacht, weil Thema kommt ja auch super rüber, aber Arkham Horror ist richtig genial. Da zum allgemeinen Punkt erzähle ich euch dann noch mehr dazu, wieso ich das so finde. Aber wie gesagt, Arkham Horror ist einfach atmosphärisch, auch mit dieser Spielmatte, die ich hier habe, die ja richtig geil ausschaut. Und die Karten dazu, es wird eine epische Geschichte erzählt und man fühlt sich da richtig rein, die Thematik mit dem verbunden mit diesem tollen Artwork und die Lovecraft-Geschichte sowieso, also das ist wirklich super und Arkham Horror kommt vom Thema her noch ein bisschen tiefer rüber, finde ich, als Herr der Ringe. Ich meine, ich habe schon viel Herr der Ringe gespielt, natürlich. Arkham Horror ist neu, aber trotzdem, beide sind thematisch sehr stark, aber Arkham Horror von der Geschichte und von der Erzählungsweise her doch noch ein bisschen besser. Ja, dennoch beide ein Plus, klar, und Thema, keine Diskussion, beide wirklich top. Dann die Spielmechanik. Ja, habe ich auch bei beiden ein Plus gemacht, klar, Herr der Ringe war auch neu, sehr innovativ und Arkham Horror ist anders als Herr der Ringe und doch wieder gleich. Und zwar das Vorrücken bei den Quests hier bei Herr der Ringe ähnelt auch dem Vorrücken hier bei diesem Act-Deck. Und was da eben neu ist, dass das Böse auch voranschreiten kann, zusätzlich neben dem eigenen quasi Act-Deck. Das ist neu hier und diese Mechaniken ähneln sich zwar miteinander, fühlt sich aber trotzdem wieder unterschiedlich an, da eben die böse Seite auch voranrückt. Hier müsst ihr auch Hinweise sammeln und Marker ausgeben, um voranzukommen. Hier genauso, hier sind es keine Hinweise, hier sind es einfach Fortschrittsmarker, die ihr auf die aktuelle Quest legen müsst und die ihr da doch generell unterschiedlich erreicht. Hier müsst ihr mit der gesamten Quest-Power eurer Gruppe über die Power der Großen kommen, beziehungsweise der Bösen kommen und hier müsst ihr eben den Ermittlungswert mit einer Probe, mit einem einzelnen Charakter schaffen. Im Prinzip von der Mechanik her gleich, aber hier ins Thema auch toll eingefügt bei Arkham Horror und ja, funktioniert bei beiden sehr gut. Zu den Kampfmechaniken und so komme ich dann extra noch, aber wie gesagt, Spielidee und Spielmechanik bei beiden sehr gut,
Auch die Bewegungsmechanik ist sehr innovativ, dass man sich zwischen den Räumen bewegen kann. Also hier steckt auch viel Neues drin und beide Spiele funktionieren ausgesprochen super. Ja, der nächste Punkt, und hier gibt es ein Minus und ein Plus. Und zwar das Plus gibt es hier und das Minus gibt es hier. Also kein Minus mit Ringer, sondern ein glattes Minus. Und zwar der Solo-Modus. Ich finde, also das ist meine persönliche Meinung, Herr der Ringe kann man alleine sehr gut spielen. Man baut sich ein Deck, braucht kein zweites Deck dazu zu machen, sondern kann mit diesem Deck schon alleine spielen und die Quests auch alleine schaffen. Ist natürlich auch nicht immer einfach, klar, aber es funktioniert eben sehr gut. Bei Arkham Horror, und jetzt komme ich zu dem Minus, ist eben das Problem, wenn man solo mit einem Ermittler spielt, dann fühlt sich für mich das ein bisschen unausgewogen an. Denn ein Ermittler ist so extrem spezialisiert auf einer Fertigkeit, zum Beispiel diese Wendy Adams. Sie hat beim Kampf nur eine Faust. Ja? Das heißt, sie ist beim Kampf fast untauglich. Wenn ich jetzt Lust habe, mit Wendy Adams einen Kampf zu machen, beziehungsweise alleine zu spielen, dann ist es fast unmöglich, gegen Gegner zu gewinnen, denn hier braucht ihr so viel Probewert und müsst so viel Karten abwerfen, dass ihr auf den Probewert kommt oder euch mit Waffen aufrüsten. Es ist wirklich im Einspielermodus, finde ich, langweilig zu spielen, denn entweder wird es extrem schwer, weil ihr eben keine Gegner zieht und es vielleicht doch schafft, wenn ihr sie spielt, oder ihr zieht viele Gegner und könnt das nicht mehr kompensieren. Also ein dickes Minus hier für den Solo-Modus, aber da gibt es auch ein großes Aber, man kann ja den Solo-Modus auch mit zwei Charakteren spielen. Klar, das ist möglich. Man hat zwei Handkarten, man hat zwei Decks, man spielt alle beide Charakter. Klar, das ist ein bisschen anstrengender, aber ich finde, da geht ein bisschen der Sinn des Spiels verloren. Denn in der Anleitung steht ja auch, die Charakter sollen sich gegenseitig keine Handkarten sagen, die sie auf der Hand haben, und welche Werte sie besitzen, dass er die Spannung natürlich erhöht. Und ich finde, das geht da, dieses Element geht dann ein bisschen verloren, wenn man eben mit zwei Charakteren spielt. Klar, es funktioniert sehr gut, auch wenn man mit zwei Charakteren spielt, das ist keine Frage. Da sitzt man alleine da und spielt zwei. Aber hier brauche ich nur ein Deck bauen und hier kann ich mit einem Charakter leider nicht so viel Spaß haben. Tut mir leid für Arkham Horror, da müsste man schon zwei Charaktere spielen. Ja, wie gesagt, den Solo-Modus finde ich hier absolut genial, auch weil man Quests viel, viel öfter spielt als hier. Also irgendwie habe ich hier nicht so die Motivation, auch eine Quest öfter zu spielen, speziell mit einem Charakter. Das wird da vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, dazu im allgemeinen Teil noch mehr. Ja, dann haben wir den Deckbau. Also in der Zusammenfassung fliege ich dann über die ganzen Punkte nochmal drüber. Der Deckbau ist hier ein Plus und hier kommt das erste eingeringelte Minus. Ja, warum jetzt dieses eingeringelte Minus, was nicht bedeutet, dass mir nicht gefällt? Ja, Deckbau, fangen wir mit Herr der Ringe an. Ich als alter Magic-Spieler, mir gefällt Herr der Ringe vom Deckbau her deswegen, man hat hier eben ein 50-Karten-Deck, kann hier richtig toll seine Kombos aufbauen und kann sehr viele Kombos entdecken. Natürlich, Herr der Ringe gibt es schon ein paar Jahre, es sind sehr viele Karten vorhanden und so weiter. Aber dennoch ist das einfach so, man sitzt sich hin, man ist nicht gezwungen, irgendwelche Einschränkungen zu achten, außer dass man nicht mehr von drei als einer Karte in der Hand hat. Man kann die Helden und Farben untereinander mischen, hier gibt es keine Grenzen. Und man kann extrem viel probieren. Natürlich ist der Deckbau hier langwierig, aber wenn einem das Deckbauen gefällt, dann ist man hier wirklich total richtig, denn dann setzt man sich ein paar Stunden hin, überlegt, das kann ich verbessern, baut sich zusammen, probiert eine Quest und sieht, was vielleicht nicht so läuft und versucht wieder andere Karten zu ändern. Das ist der Deckbau und das funktioniert hier sehr gut. Bei Arkham Horror, da ist es jetzt so, das Minus mit Ringer bedeutet, der Deckbau gefällt mir auch extrem gut, aber eben nicht so gut wie hier.
Der Grund liegt einfach daran, dass der Deckbau hier auf das Level-Up quasi ausgelegt ist. Man beendet eine Quest, man sammelt Erfahrungspunkte und kauft sich dann bessere Karten. Das finde ich wirklich toll. Also das ist so geil, das fühlt sich an wie ein Rollenspiel. Denn so ein Deck mit 30 Karten, das verkörpert ja einen einzigen Charakter und dieser Charakter verbessert sich dann im Laufe der Zeit mit den Erfahrungspunkten. Das heißt, ihr stellt ja euer Deck nicht vorher zusammen und spielt dann die Quest, sondern ihr fangt quasi bei Null an. Klar, es gibt den Modus, da ihr einzelne Quests wieder spielen könnt, bekommt dann eine vorgefertigte Zahl an XPs, die könnt ihr ausgeben, euer Deck dann bauen und aufrüsten und so auch diese Quest machen und versuchen. Das gibt's. Aber generell seid ihr beim Deckbau hier eben eingeschränkt, denn ein Charakter kann ja nur seine angestammten Fertigkeiten verwenden. Zum Beispiel hier, sie kann nur überlebende Karten und Schurkenkarten verwenden. Ja klar, ihr habt einen Charakter, irgendwo muss es ja Grenzen geben, aber wenn man diese zwei Spiele jetzt vergleicht, ihr seid hier viel flexibler. Ich habe ja noch nicht viele Kombos entdeckt, beziehungsweise eigentlich noch keine Kombos, die gegeneinander richtig aufbauen, was ja in Herr der Ringe anders ist. Klar, der Kartenpool ist ja auch größer, aber hier ist es schon möglich, auch richtig tolle, starke Kombinationen herauszufinden, die sich dann gegenseitig richtig schön ineinander verzahnen und funktionieren. Ich glaube, bei Arkham Horror wird das nicht so der Fall sein, auch in Zukunft, denn der Charakter ist ja ein Verkörper, der eigentlich den Charakter und irgendwie rüstet ihr euch ja aus und ich glaube nicht, dass hier so der Kombo-Faktor gegeben ist, als bei so einem Deckbauspiel wie Herr der Ringe. Ja, dennoch der Deckbau hier sehr interessant. Mir gefällt es, es ist anders als das hier. Nur meine persönliche Vorliebe schwenkt eben zu Herr der Ringe. Und da seid ihr viel freier in eurem Deckbauen. Ihr habt viel, viel mehr Möglichkeiten im Deckbau. Ihr seid viel freier. Und was natürlich auch den Solo-Modus anbelangt, könnt ihr euch hier viel eher auf eure Quest einstellen als hier, denn hier könnt ihr bis zu 3 Helden spielen am Deck, hier habt ihr nur einen Helden und das war's. Ja, darum gibt es ja ein Minus mit Ring, denn mir gefällt das Spiel so wie es ist, ich würde es nicht ändern, aber es ist halt doch anders als Herr der Ringe und da tendiere ich eher zu Herr der Ringe. Ja, dann kommen wir zum Kampfsystem. Hier das gleiche, ein fettes Plus und hier ein Minus mit Ring. Warum? Hier habt ihr ein aktives Kampfsystem, hier eher so ein eher ein passives Kampfsystem, würde ich sagen. Und zwar, der Kampf hier läuft ja so ab, der Gegner greift euch an, ihr müsst den Blocker wählen und dann wird der Schildwert gegen den Angriffswert verglichen. Zusätzlich wird noch eine Schattenkarte aufgedeckt, die den Gegner modifiziert. Bei Arkham Horror ist es das gleiche, wenn man eine Kampfprobe ablegt gegen den Gegner, dann zieht man vom Beutel einen Modifikator und das ist ähnlich wie die Schatteneffektkarten hier. Aber was die Schatteneffektkarten besser macht, finde ich, sie geben den Gegnern auch manchmal andere Fähigkeiten, dass er wieder in die Aufmarschzone zurückwandert oder dass er nochmal angreift und so weiter und so fort. Hier bei Arkham Horror zieht ihr vom Beutel und ihr habt nichts anderes in der Hand als Plus, Minus oder Fehlschlag oder den Stern, der dann die Fähigkeiten des Charakters aktiviert. Ja, will ich nicht kritisieren, klar, das ist ganz toll, mir gefällt das auch sehr gut, aber im Vergleich zu Herr der Ringe hat Herr der Ringe bei mir die Nase vorn, denn dieses aktive Kampfsystem mit Blocken, Zuschlagen und die eben diese Schattenkarte, die den Gegnern auch noch andere Fähigkeiten verleihen können, das gefällt mir einfach besser als hier drüben. Bei Arkham Horror ist es nämlich so, ihr legt eine Probe ab, ihr habt 3 Aktionen und könnt 3-mal die Kampfprobe gegen ihn machen. Und wenn ihr die Probe eben mit den Beutelziehen schafft, dann fügt ihr dem Gegner Schaden zu und das war's. Wenn der Gegner euch angreift, könnt ihr euch nicht helfen, ihr bekommt einfach den Hirnschaden und zugefügt oder den Körperschaden und das war's dann. Klar,
Bei Eldersen ist es nichts anders, wenn ihr die Würfelprobe vergeigt, dann bekommt ihr auch den aufgedruckten Schaden. Und Eldritch Horror und so Sachen, klar, dieses Schadenssystem ähnelt sich mit den anderen Arkham-Spielen irgendwie, aber trotzdem finde ich das aktive Kampfsystem hier viel, habe ich hier ein wenig lieber als hier, aber ich möchte es hier nicht anders haben, denn weil es eben anders ist, gefällt es mir auch sehr gut. Darum eben dieses Minus mit Ring. Ja, der nächste Punkt, der Modifikator ist Plus Minus. Da bin ich jetzt schon ins zweite Thema reingeschweift, und zwar Plus hier und Minus mit Ring hier, Modifikator. Damit habe ich einfach gemeint, eben die Schattenkarten gegen den Beutel, den man zieht. Gefällt mir dieses System um einen Hauch besser und bin aber trotzdem froh, dass es hier anders ist, weil sonst wären beide Spiele ja gleich, und gefällt mir hier Arkham auch richtig gut. Aber natürlich, Herr der Ringe macht es da eben noch ein bisschen interessanter. Ja, dann habe ich noch den Einstieg. Ja, ihr werdet euch wundern, der Punkt Einstieg. Ich finde, Herr der Ringe ist am Anfang auch kompliziert, aber ist ein bisschen zugänglicher als Arkham Horror. Da mögen jetzt vielleicht manche sagen, nein, das ist nicht der Fall. Es war mein Eindruck, denn hier habt ihr ein richtig dickes Referenzbuch auch dazu bekommen, und trotz des Referenzbuchs kommen noch viele Fragen auf, die ihr im Laufe des Spiels haben werdet. Wenn ihr Vielspieler seid, fallen euch einfach extrem viele Sachen ein, und dann müsst ihr dann die Stichwörter da finden, teilweise die Stichwörter auch anders formuliert, als man sie sucht, oder wieder auf andere Seiten verwiesen. Und es gibt hier wirklich viele kleine Detailsregeln, auf die man achten muss, und ihr werdet am Anfang sehr viel im Referenzbuch blättern. Bei Herr der Ringe hatte ich das nicht so extrem, da war das nur ein bisschen mit der Phasenübersicht, wann darf ich welche Karte spielen. Aber ansonsten gibt es ja hier auch diese Bewegungsmechanik nicht bei Herr der Ringe, die es auch bei Arkham Horror gibt, dass ihr euch zwischen den Räumen bewegen könnt. Die Gegner können sich auch bewegen, und ja, da kommt eigentlich sehr viel an Fragen noch auf, und ich finde einfach, Arkham Horror ist beim Einstieg nicht so einfach, wie es aussieht. Wenn man es drinnen hat, dann ist das kein Problem. Da schlagt man nur mehr ab und zu mal nach. Dann ist alles sehr logisch. Vor allem mit dem Bewegen und so. Ja, ich finde einfach, Arkham Horror hat bei mir ein bisschen länger gebraucht, bis man da alles im Blut hat. Also im Blut habe ich auch noch nicht alles. Ich muss auch noch öfter nachschauen im Referenzhandbuch. Aber bis dass man alles richtig gecheckt hat, und vor allem, bis man das Spiel dann richtig spielt. Ja. Da hat ja, die Ringe bei mir einfach die Nase vorn. Hier gibt es ein Minus mit Ring dafür. Wie gesagt, der Ring ist einfach dafür da, dass es unfair wäre, hier ein fettes Minus zu vergeben. Denn wenn man das Spiel kann, dann ist es nicht mehr schwer. Auch wenn man es wieder aus dem Regal holt, schlagt man ein paar Mal nach und kann es dann wieder. Aber von Null weg ist der Einstieg für die Leute, glaube ich, eigentlich schon eher schwierig bei diesem Spiel. Ja, jetzt muss ich noch was reinschneiden, was ich vergessen habe zu sagen, und zwar die Spieleranzahl. Ja, Herr der Ringe ist wie gesagt solo absolut toll zu spielen, mit einem Deck, das man sich baut, sehr gut. Zu zweit absoluter Traum zu spielen, hammermäßig. Herr der Ringe ist ein Spiel, das ich nicht zu dritt und zu viert spielen mag, obwohl es ja funktioniert, aber ich mag es einfach nicht, da es zu extrem schwer wird, finde ich. Denn es gibt wirklich sehr viele schwierige Situationen in diesem Spiel. Und wenn man zu dritt spielt und hat dann viele Nachrüstenkarten zum Beispiel, dann liegen so viele Gegner aus, da können so viele Effekte auf einmal triggern. Und darum spiele ich Herr der Ringe eigentlich am liebsten zu zweit oder alleine. Ja, und jetzt das Witzige, Arkham Horror ist genau das Gegenteil. Arkham Horror spiele ich alleine nicht gerne, eben weil ihr nicht sehr flexibel seid mit dem Charakter. Und bei Herr der Ringe ja ihr euer Deck schön anpassen könnt, mehrere Helden habt, mehrere Figuren habt. Hier könnt ihr noch Verbündete finden, aber die machen dann nicht so viel aus, dass man das Gefühl jetzt hat, man kann das Ganze alleine richtig interessant gestalten und auch durchspielen. Ja, da ist es eben ganz anders. Zu zweit ein Traum und zu dritt oder zu viert ein Traum. Also das Spiel skaliert mit jeder Spieleranzahl
richtig toll. Und je mehr Spieler man dabei hat, desto richtig schöner ist das Diskutieren, wer geht in welchen Raum, wer zieht sich welchen Gegner ran, was machen wir. Und das ist in Arkham Horror richtig genial gelungen. Ja, das ist nicht ins Wertungssystem eingeflossen, da sind beide irgendwie verschiedene Spielsysteme, das habe ich schon mit dem Solo-Modus eben versucht zu bewerten, aber es ist wirklich ein ganz witziges Phänomen, das hier finde ich alleine und zu zweit richtig genial, aber ab drei Spieler finde ich es nicht gut und hier finde ich es alleine schlecht und ab zwei Spieler aufwärts wird das immer besser und ja, also ganz witzig, das wollte ich euch noch sagen. Und ja, dann kommen wir zur Zusammenfassung. Hier habe ich geschrieben bei Herr der Ringe, was mir eben ganz besonders gut gefällt und was mir bei Arkham Horror ganz besonders gut gefällt. Und zwar bei Herr der Ringe habe ich eben geschrieben Deckbau allgemein und das Kampfsystem. Und bei Arkham Horror habe ich geschrieben, die Bewegungsmechanik gefällt mir sehr gut. Bleiben wir bei Arkham Horror. Das Level-Up, der Deckbau, habe ich alles schon erklärt. Und die Geschichte. Dazu möchte ich sagen, Arkham Horror ist ein Spiel, wenn ihr die Quest das erste Mal spielt, Arkham Horror fühlt sich an wie ein Buch, wie ein sehr gutes Buch, das man selber beeinflussen kann. Ja? Man kann das Buch auch öfter lesen und dadurch auch einen anderen Ausgang erwarten. Das heißt, ihr könnt es nochmal spielen und wenn ihr es besser spielt als vorher, dann erwarten euch andere Ausgänge und andere Sachen. Das ist sehr toll gemacht. Das Flair kommt voll rüber bei dem Titel. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Auch bei meiner Frau war es so. Man fühlt sich richtig in das Thema hinein. Natürlich auch, ich habe die Matte hier. Das sieht alles richtig toll aus. Und Arkham Horror ist für mich einfach ein großes Abenteuerbuch, das man zu lesen beginnt und das man einfach selber beeinflussen kann. So kann ich das Spiel eigentlich am besten beschreiben. Im Laufe der Zeit verbessert ihr euren Charakter. Mal sehen, wie das dann mit den Erweiterungen funktioniert. Und ja, das ist wirklich toll bei Arkham Horror, die Geschichtserzählung. Da kommt Herr der Ringe fast nicht dran. Ihr habt hier ja auch eine tolle Geschichte, die an den Questkarten draufsteht. Aber erzählt ist es besser in Arkham Horror. Von daher, das Spiel ist eigentlich ein richtiges Erlebnis. Das ist schwierig, das Spiel, es ist nicht einfach, die Gegner sind teilweise richtig heftig, also ihr werdet einiges dran knappern und sterben an dem Spiel. Vor allem die Traumamechanik gefällt mir sehr gut, euer Ermittler ist nicht gleich tot, sondern ihr bekommt ein Trauma, könnt ihr öfter sterben, fangt aber die nächste Mission eben schon geschädigt an. Und nochmal, Arkham Horror ist ein Rollenspiel, ein schönes Buch, dass man einfach genießen will beim Spielen. Und ja, bei Herr der Ringe ist das ähnlich. Herr der Ringe erzählt ganz neue Geschichten auch teilweise, erzählt die Geschichten auch richtig gut. Und wenn man sich ins Thema hineindenkt und dann auf die Karten schaut, die von dem bösen Deck dann aufploppen und ah ja, und das ist ja auch vom Thema her so und ja, das passt alles gut zusammen. Und natürlich kreuzt sich das dann mit den Decks, die man baut und da hat man dann verschiedene Charaktere drin, die so im Film ja nicht in dieser Quest gab oder ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, Herr der Ringe ist beim Deckbau absolut klasse, vor allem wenn man den vollen Umfang schon besitzt, aber ihr seid hier einfach viel variantenreicher unterwegs und vor allem der Solo-Modus begründet sich auch auf dem Deckbau, denn hier könnt ihr euch ein richtig schönes Deck zusammenstellen, seid flexibler als in Arkham Horror und dadurch gefällt mir Herr der Ringe einfach viel besser und ist nicht leicht vom Platz zu verdrängen. Also ich denke, das wird, wenn überhaupt schaffbar sein, Herr der Ringe vom Platz 1 zu verdrängen, da es einfach extrem cool ist, auch alleine sich hinzusetzen, eine Quest zu packen und zu spielen. Ja, dadurch auch, da die Geschichte hier ja sehr tief eben erzählt ist, kennt man die Geschichte schon, wenn man sie das zweite Mal spielt. Bei Herr der Ringe, ich glaube, ich habe Rückkehr zum Düsterwald schon 10 oder 12 Mal gespielt und immer noch macht es mir Spaß. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Geschichte hier nicht so tief erzählt ist wie hier drüben. Also da eben wieder der Vergleich mit dem Buch.
wenn man ein Buch gelesen hat, mag man es gleich danach nicht nochmal lesen, da man alles kennt. Aber bei Herr der Ringe ist das irgendwie anders. Man spielt dieselbe Quest dieselbe Geschichte, ist aber nicht so tief drin. Aber man will einfach sein Deck testen, man will den Spaß haben, ob man diese harten Quests denn schafft, ob man diese harten Feinde schafft mit dem selbstgebauten großen Deck. Dass man hier natürlich auch versuchen kann, aber die Quests selber, die nützen sich da sehr schnell ab. Ein großer Nachteil, den Herr der Ringe noch hat, also noch, sage ich mal, hier ist es zwar auch, teilweise ist es ein bisschen unfair. Leute von meinem Kanal, die sich das Let's Play schon mal angesehen haben, wo wir da so oft verloren haben, es gibt solche Quests, die haben Karten drinnen, da verliert ihr, wenn die Karte gezogen wird und ihr könnt nichts mehr machen. Ja klar, das gehört zum Herr der Ringe Living Card Game dazu. Ab und zu habt ihr so harte Quests, wo man sich dann richtig drauf einstellen muss. Aber damit kann ich leben. Es gibt dafür eine wirklich große Vielzahl an Quests, die man einfach 100-mal spielen kann, weil es einfach Spaß macht. Ja, Arkham Horror steht noch am Anfang der ganzen Serie. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ich werde mir auf jeden Fall definitiv auch alle Erweiterungen zu diesem Spiel kaufen, da ich auch sehr gerne Questen gehe, meinen Charakter aufbauen und so weiter und so fort. Neben Aventuria auch ein richtig tolles Rollenkartenspiel, dieses Arkham Horror. Das war's zum Vergleich zwischen Herr der Ringe, das Kartenspiel, und Arkham Horror. Da fallen schon die Karten um. Ich hoffe, es hat euch gefallen und einen Überblick verschafft. Und nochmal, das ist wie gesagt meine persönliche Meinung, warum mir Herr der Ringe besser gefällt als Arkham Horror. Arkham Horror ist ein geiles Spiel, ist Platz 2 verdient, wäre fast eine Platz 1, aber eben durch die genannten Punkte schafft es nicht ganz, Herr der Ringe von Platz 1 zu verdrängen. Und darum, ich bin froh, beide Spiele zu besitzen. Wenn ihr Arkham Horror Fans seid, wenn ihr Living Card Games mögt, wenn ihr Quests mögt, wenn ihr euren Charakter aufrüsten wollt, wenn ihr nicht zu lange am Deckbau sitzen wollt, wie bei Herr der Ringe, da kann man sich richtige Kombos zusammenbauen. Hier ist der Deckbau eher kleinlicher gehalten, aber auch sehr schön gemacht. Dann greift bei Arkham Horror zu. Idealerweise besitzt man beide Spiele und hat richtig viel Spaß beim Spielen. Und ja, das war's eben mit dem Vergleich von diesen zwei Spielen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran beim Spielen und ja, wir werden weiter Gloomhaven zocken und wieder Arkham Horror und. Bis zum nächsten Video dann, euer Austin Board Gamer. Ciao.